Der Spaß. Ich sage herzlich willkommen zur Übertragung. Naja, Übertragung. Zum Live-Vorspiel der morgigen Partie Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf. Und hier sehen wir schon meine Aufstellung. Wie angekündigt, also kehrt Kerim Demirbay in die Startelf zurück. Und Olli Fink und Adam Botzek bilden die Doppelsechs. Der Leidtragende ist Sobotka, der auf der Bank landet. Und ja, Sararia steht wieder im Kader, aber startet auch erstmal auf der Bank, um dann als Edeljoker vielleicht später in die Partie kommen zu können. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Vorher kann ich mit Olli Fink vielleicht noch fortgeschritten verteidigen. Vielleicht aber auch nicht. Ach, beginnen wir doch einfach das Spiel, nicht? Heute ach, die Alm Liga oder jetzt auch genannt Schüko Arena. Schön gefüllt. Die Fans in freudiger Erwartung. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Offensiv ausgerichtet sind sie heute mit dem 4-5-1. So interessant. Mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Heute spielen sie hier in der 4-5-1-Formation. So sieht's aus. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Ja. Es hilft nichts, diese Saison wird sicherlich nicht zu denen gehören, an die sie sich gerne zurückerinnern. Ach, dafür sind sie da sagst du was. Von den vorderen Plätzen. Ein paar Partien stehen noch aus und sie können wenigstens noch mal zeigen, dass sie unter Wert geschlagen wurden. Anpfiff und los geht's. Ja, und los geht's. Wollen wir noch mal sehen. Hätte das nicht andersrum sein müssen? Naja, stört mich nicht. Warum auch? Das ist zu einfach hier. Ja, und komm, sage ich's, ne? Eingelungener Pass! So. Korrigiert. Nicht ins Gehege kommen, bitte, ja? So, jetzt spielen wir hier mal ein bisschen ruhiger. Ach ja, mein schöner Radar ist blockiert. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Das tun wir. Aber auch nur punktuell. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Ja, schön gemacht, hier dabei. Botzek. Zu schwach, Botzek. Und jetzt ein Zweikampf. Aber, er entscheidet auf Foul. Eine fiese Foul. Eine fiese Foul. Warte, eine fiese Foul. Oh, mit Freistoß-Spray. Yeah. Muss ja auch alles seine Ordnung haben. Botzek, nein, das glaube ich nicht. Ich denke, da müssen wir ein klein wenig etwas verändern. So. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Na, war doch gar nicht schlecht. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ach, Djordjic hätte ich da eigentlich gerne, also nicht unbedingt gerne gehabt, aber na gut. Schmitz. Botzek. Schade.
Der Einwurf könnte unserer. Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Könnte. Wenn mir dann doch jemand auch entgegenkäme. Hier zu dem hier bei. Dem hier bei. Boxing! Schlechtestmöglichste Option. Au, oh, Agi im Laufduell. Fällt jetzt das Tor. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Nein. Okay. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Abseits. Oh, aber da möchte ich sagen, hauchzart, gell? Ah, sei es drum. Rüber damit. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Bellinghausen. Lauf, Axel, lauf! Der kommt gut! Da kann der Abwehrspieler klären, gut gemacht. Mhm. Ja, kannst du gleich wieder. Ja. Chance vertan. Da sollte er durchstarten, aber das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Scheiße, sehr dicht. Aber das ist das Spiel der Arminia. Da ist nur immer Botzek möglich als potenzielle Anspielstation. Da kann man sich ja selber denken, wie gut das funktioniert in der Offensive. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schauerte. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Spielt den Ball direkt zurück. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Schauerte. Dem hierbei. Nein, dem hierbei, nein. Nöte. Ja, es wird ein Geduldsspiel. Das, ich denke, das merkt man schon. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Es gibt Abstoß. So sieht das. Ah ja, die nächste Partie um 4.68 Uhr am 9. April. Da muss ich ja schauen, ob ich kann. War allerdings auch die Partie der Arminia. Mavrias. Mavrias. Er passt ihn auf den Flügel. Das müsste es sein. Oh. Den nimmt er direkt. Nein. Botzek, der alte Torjäger, scheitert am Keeper. Das war eine richtig gute Doppelchance hier. Oh, oder war es der Pfosten? Keeper oder Pfosten? Keeper. So ein Mist. So eine schöne Situation. Und ein neuer Versuch. Jetzt schießt er. In die Arme. Ja, okay, ist natürlich auch der Verteidiger. Oh, böses Foul. Ja, es sollte vor allem eine Karte geben. Zack, da ist sie auch schon. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das tat doch nicht Nöte, dieses Foul. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's.
Quod erat demonstrandum, wie der Lateiner sagt. Er schießt und er ist nicht. Ja, warum nicht? Außenpfosten? Nee. Die Torstange. Ja, hinterm Tor. Okay, wir bewegen uns langsam Richtung Arminentor. Richtig, dass er hier pfeift. Widerlich. Und auch du bekommst eine Karte. Und jetzt muss der Spieler natürlich die Karte aufpassen. Mit der Karte. Helge Schneider. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Kann man so sagen. Lass mal den Olli Fink hier in Ruhe. Also auf ein neues. Lukas Schmitz nun. Oder wie habe ich statt? Lass mal direkt probieren. Da wird gesprayt. Oder wir machen ganz klassisch. Spieler in der Mauer müssen aufpassen. Das könnte sonst eine Verwarnung geben. Judy! Ah, auf den Mann! Es geht genau auf den Torwart. Ja. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. Bellinghausen. Bellinghausen. Da kommt der Kopfball. Und eine Ecke. Ja, und so kann er die Kugel nicht richtig platzieren und das Ding geht daneben. What? Ah ja, am 11. April um 7.29 Uhr. Ein bisschen früh die Partie, möchte ich sagen. Da stehe ich normalerweise im Bad. Das war schwach von mir. Ah, wie dumm. Und doch ein bisschen unglücklich, kann man sagen. Ah, wie dumm von mir. Wie außerordentlich dumm. Verteidigt. Ins offene Messer gelaufen. Ah, Lukas Schmitz, nicht gut gemacht. So ein Mist. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. Ärgerlich. Da müssen wir mal ein bisschen offensiver hier werden. Komm, dribbeln wir gleich mal durch die ganze Abwehr einfach. Wird das eine Torchance? Und jetzt der Schuss. Und so wird's gemacht. Ah, das schöne Solo, die Lücke gesehen und eingetütet. Ein Treffer mit Ansage, denn sie haben sich hier ein ziemliches Chancenplus herausgearbeitet. Ja, das machen sie wirklich gut. Ja, also mehr als verdient, das muss man tatsächlich konstatieren. Bäh. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also, alles auf Null, hä? Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Also spielen wir auch wieder ausgeglichen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Fink. Dem hier bei. Da bekommt er Unterstützung. Fink.
Turdic. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Uppala, was war das denn? Das war einfach. Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Ja, es war auch abseits, ne? Also, ich denke, mehr als eindeutig. Und der Julian schauerte mit schwarz gefärbten Haaren als Linienrichter hat das wohl... Hä? Warum wurde das denn jetzt abgebrochen? Nee, schwach. Dem hier bei. Schade. Der durchgekommen wäre. Mavrias. Er zieht ab. Da passt der Klasse auf. Bäm. Ganz stark gemacht. Noch vor der Pause gedreht. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht. Ja, schön war es nicht, aber who cares. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Unter die Latte geschweißt. Nikola Djordjic. So. Da sieht die Welt doch anders, schon wieder anders aus. Jetzt und auch das wegen des Chancenpluses nicht unverdient. Das ist üppig. Es gibt 5 Minuten obendrauf. Macht er ihn. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Natürlich. Fink. Botze. Kein Spök ist hier, ne? Und das erst recht nicht. Ah, die Doppel-6 noch mit Licht und Schatten. Das muss man sagen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Dem hier bei. Na! Das war allerdings widerlich. Oh oh. Oh oh. Das Spiel ist heutzutage einfach so extrem schnell. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Das muss der Unparteiische pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier nochmal sehr schön sehen. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Es wird eine Auswechslung geben. Ja, vor allem dürfte es Freistoß für mich geben, gell? Boah, 6 Minuten Nachspielzeit, allein in der ersten Halbzeit hier gerade. Nicht uninteressant. Die Partie. Das kann man sagen. Der ist nah dran, ne? Versuchen wir unser Glück. Und natürlich mit Spray. Steht sich ja von selbst. Schön entfangen. Tja, dann schauen wir mal, ne? Darf ich dann? Kein guter Freistoß, der geht direkt in die Mauer. Schade, etwas zu knapp. Da hatte ich Angst drüber zu schießen. Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Juh. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Kann man sagen, ne?
Also rein Statistik, ja, würde ich auch sagen, hatte ich auf jeden Fall mehr vom Spiel. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor. Ja, nur nicht mehr Fouls. Und nicht mehr Karten. Ja, Passgenauigkeit von Arminia Bielefeld 91%. Also wenn man sehen möchte, was bei computergesteuerten Teams bei FIFA 16 falsch ist, dann sieht man es hier, 91% Passgenauigkeit von Arminia Bielefeld. Naja, auf wie geht's. Durchgang 2 hat begonnen. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Schaut ja, probieren wir es nochmal. Zudic. Nein. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Das hat nicht gut geklappt. Also nur lange Bälle. Also es nervt mich ein bisschen, dass die ankommen. Muss ich echt sagen. Agui. Dem hier bei. Oh. Rückpass zum Torwart. Man könnte jetzt schon sagen, dass der Arminia spielerisch hier nicht so unfassbar viel einfällt, ne? Schuss! Klasse aufgepasst vom Torwart. Könnte man behaupten, ne? Flanke kommt, wird das eine Chance? Kein Problem für den Torhüter. Nee. Auch Doppel-Nee. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Ich denke, die Arminen werden jetzt ein bisschen aggressiver. Das ist mein Eindruck. Ich mag mich täuschen. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Ja, schön, leider. Da die Offensive unterstützen. Super Flanke. In Bäm. Klingeling. Genau. Da lässt du am besten den Gegner laufen. Das war eine perfekte Flanke, meine Damen und Herren. Das kann man sagen, oder? Hier. Zipp. Zapp. Sieht total einfach aus in dieser Situation, aber entscheidend, man muss genau hier stehen. Top-Flanke. Von mir. Selber. Haha. Toll gemacht. Super ich. Hooray for me. Heißt es also jetzt. Korrekt. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Schmitz. Ein bisschen lahmarschig, hä? Nein, das war nicht gut, Axel. Gute Flanke. Da geht er hin und haust den Ball weg. Ach klar, der Ball gespielt.
Nicht doch. Dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Fand ich jetzt nicht. Na also, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen die Spieler okay. Dann doch relativ deutlich. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist. Na ja, 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 ja. Das war planlos. Den Ball. Oh, Mist. Vollkommen problemlos. Nein, jetzt ist es denn. Botzek. Das war ein Foul. Muss er natürlich Freistoß geben. Was? Eine Ermahnung? Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen beschweren. Okay, er spielt auch den Ball, aber... Für den Referee. Ferrari. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Gucken wir auf die Grafik, da sehen wir die Anzahl der Fouls bisher. Schauerte. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Schwach. Da wird er unter Druck gesetzt. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Den Ball wirft er schnell ein. Da bekommt er Unterstützung. Er auch schwach. Den Ball. Gutes Tackling. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Ja. Herrschaften. Und damit ist der Ball weg. Kann man so sagen. Rückpass zum Torwart. Schauerte. Bellinghausen. Könnten jetzt Schmitz. Das Konterprinzip ein bisschen stärker in unser Spiel aufnehmen. Das, gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Schmitz. Nein. Auch nein. Gefährliche Flanke. Der Ball wurde gut weggefaustet. Sie holen sich den Ball. Schade. Na gut. So. Dann bringen wir doch mal den Serkan. Der scharrt ja schon quasi mit den Hufen. Also, bitte sehr. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Sind wir so weit, hä? Görlitz. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Bellinghausen. Dudic. Und da ist die Ecke. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Und ach, wir können auch mal den nächsten Wechsel bringen. Und zwar hätte ich gerne den Herrn Jakunan statt den Herrn Djordjic mit seiner gelben Karte. Der kann sich ja seinen Applaus abholen. So, die letzte Phase des Spiels ist angebrochen und die Fans bringen sich schon mal in Feierlaune. Kein Wunder, die Mannschaft hat bis jetzt eine gute Leistung gezeigt. Da
da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Der Ball wurde weggefaustet. Gut gemacht, gutes Tackling. Görlitz. Ah, der Botzek, der riecht die Passwege. Schauerte. Fink. Bellinghausen. Ja, Jungs. Immer matt. Schauerte. Marias. Ach, schade. Da wollte er zu viel. Ah, schön, Jakonan. Ah, Mist. Da geht er vorbei. Görlitz. Ein klasse Schuss. Da hat er ein bisschen Pech. Der geht knapp vorbei. Ja. Das war knapp. Ja, komm, machen wir den dritten Wechsel. Und da holt sich dann Demirbay den Applaus ab. Und Sobotka, der im Prinzip auch gut gespielt hat letztes Wochenende gegen Lautern, kriegt noch ein paar Minuten. Es wird eine Auswechslung geben. Jakonan. Fink. Da zieht er ab und die Chance hat er gegeben. Ja, wir spielen das hier würdevoll zu Ende für die Arminia. Die damit natürlich dem Abstieg weiter entgegentaumelt. Botzek. Er steht gut und hat den Ball. Bellinghausen. Sobotka. Den Ball kann er klären. Schuss! Und den hält er fest. Gut gemacht. Mit der Mütze. Sagt man dazu, ne? Ah, der alte Spielmacher. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Schade. Oh, schwacher Gi. Ja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Das letzte Mittel. Alle Mann in den Strafraum bei diesem Eckball, inklusive Torwart. Dann versuch doch mal. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. So ist die Regel, ja. An die Latte. Er köpft den Ball. Oh, da trifft er die Latte. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Fink.
schwach. Schade. Sie hat am Ende mehr Spaß. Den hätte ich besser machen müssen. Für den Sieg. Ich denke schon, in Überzahl war alles ein bisschen leichter und sie haben verdient gewonnen. Ja, also daran besteht ja nun wirklich kein Zweifel. Verdienter Erfolg im Prinzip auch trotz des Rückstandes am Anfang relativ problemlos, weil ich es dann doch immer im Griff gehabt habe und ja auch auf den Rückstand im Prinzip umgehend antworten konnte. Ja, und dazu, das 2-0, 2-1 war nicht so hübsch, aber das 3-1 mit einer Top-Flanke und Top-Flanke vollstreckt. Und ja, hier sehen wir es wirklich nochmal. Das war ein bisschen missverteidigt von mir. Prallt der Ball von Mattlung ab und ich denke, es reicht, dass er ins Aus geht. Aber ja gut, so umgehend das Solo hier. Ein sehr schönes Solo. Und jetzt der Schuss. Ja. Und da fällt der Ausgleich. Genau. Das 2-1, sicherlich das Stochertor. Schade, dass diese Doppelchance am Anfang mit Botzek nicht gezeigt wurde. Ja, und Bams. Drin ist er. Ja. Auch gerechtfertigter Platzverweis. War ein klares Foul. Hätte man sogar über Notbremse nachdenken können, auch wenn es gelb-rot war in dem Fall. Ja, und die Flanke hier war ein Traum. In Überzahl herrlich. Muss man manchmal Geduld beweisen. Genau, da lässt du am besten den Gegner laufen. Hier hat es geklappt und die Folge ist dieses. Ja, die gelbe Karte für Djordjic. Ja, ja, gut. Ach ja. Ja, okay, am Ende. Er köpft den Ball. Das war nichts souverän. Aber gut. Ja, 60 zu 40 im Ballbesitz. Mehr Schüsse insgesamt. Ja, Passgenauigkeit war auch okay. Spiel des Tages war Nikola Djordjic mit 2 Toren. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Ja, also ich denke, man kann festhalten, das hier war ganz gut. Und wir hoffen natürlich, wie immer, dass es auch morgen bei der Fortuna so laufen wird. Also, in diesem Sinne, schön mit Ö.